Ja, in diesem Video erfährst du, wie du mit der Akustikgitarre diesen coolen Lagerfeuer- oder Western-Sound erreichst. Yamaha unterstützen uns auch bei diesem Video und du wirst hören, wie die neue FX-Serie klingt. Gefällt mir sehr gut, speziell wenn es so um Lagerfeuer- oder Western-Sounds geht. Also, hören wir uns das Beispiel an. Viel Spaß! Okay, für unser Beispiel benötigen wir zuerst mal den G-Dur-Akkord und den E-Moll-Akkord. Du hörst alleine, wenn man die Akkorde anschlägt, klingt schon ziemlich gut. Das ist, wie gesagt, die Yamaha FX310A Western-Gitarre, so eine klassische Einsteiger-Western-Gitarre oder ja, fortgeschrittenen Western-Gitarre auch. Um die 240 Euro. Also mir gefällt sie sehr gut, weil wir bekommen immer Schüleranfragen, ja, was kann ich zum Beispiel für eine Gitarre nutzen, für eure Kurse, zum Beispiel dem Akustik-Gitarre-Schnellstart. Ja, und das ist eigentlich eine sehr, sehr solide Gitarre. Also ich denke, du hörst es auch in dem Beispiel. Da kommen wir gleich dazu. Und zwar in unserem Beispiel nutzen wir nur Viertelnoten. Also das heißt zum Mitzählen ganz leicht 1, 2, 3. Du hast auch in dem Beispiel gehört, es ist so ein klassischer Drumbeat, also ein Schlagzeug dahinter. Und du kannst ganz einfach mitspielen mit 1, 2, 3, 4. Und damit das Ganze so ein bisschen mehr diese Lagerfeuer-Western-Sound-Kreation bekommt, spielen wir jetzt nicht nur 1, 2, 3, 4, sondern wir variieren mit so Basstönen zum Beispiel. Das heißt, wir spielen immer abwechselnde Basstöne. Spielen dann die oberen drei Saiten an, nutzen einen anderen Basston. Also zuerst auf der tiefen E-Saite in dem Fall, wenn wir den G-Akkord greifen. Die oberen drei Saiten anschlagen, dann auf der D-Saite, die leere D-Saite. So eine Bewegung, die du ruhig mal isoliert trainieren kannst. Bevor wir umgreifen auf das E-Moll. Damit das interessanter klingt, auch wieder hier das gleiche Prinzip. Wir wechseln mit diesen Basstönen ab, also in dem Fall auf der D-Saite und auf der A-Saite. Dazwischen immer die hohen drei Saiten anschlagen. Das sorgt so für diesen Lagerfeuer-Sound. Übrigens, dieses Konzept, oder nennen wir einen Trick zum Beispiel, kannst du natürlich auch mit anderen Akkorden nutzen. Also das heißt zum Beispiel ein C-Dur-Akkord oder ja, ein E-Dur-Akkord. Ganz egal, du kannst immer dieses Konzept mit diesen wechselnden Basstönen nutzen. Und ich denke, das sorgt sehr für diesen Western- oder Lagerfeuer-Sound und ich finde es sehr cool. Also beim Üben genau schauen, welche Saiten du anschlägst. In dem Fall spielen wir alles mit Viertelnoten, Downstrokes bieten sich an, also Abwärtsschläge. Und immer genau schauen, ob du auch die richtigen Saiten triffst, also das gerne isoliert üben. Und natürlich auch für andere Akkorde anwenden. In dem Fall haben wir nur G-Dur und E-Moll genutzt. Übrigens zum G-Dur, wenn du es nicht gewöhnt bist, hier mit dem Ringfinger zu greifen, den kannst du auch gerne weglassen. Funktioniert genauso. So, das Prinzip war eigentlich nur diese wechselnden Basstöne, damit wir das beachten und auch in unser Spiel integrieren. Ja, die Lektionsunterlagen zu diesem Video findest du auch kostenlos zum Runterladen in der Videobeschreibung unter dem Video.
Dort findest du auch den Link zur Yamaha FX, wenn du daran interessiert bist. Ich finde, im Preisbereich um die 240 Euro ist die wirklich sehr solide. Und du hast selber gehört, das Video wurde damit aufgenommen. Ja, ziemlich cool. Also Links in der Videobeschreibung, übrigens auch zu unserem Kurs, den Akustikgitarre Schnellstart, wenn du mit uns Akustikgitarre lernen möchtest. Also sieh das Ganze in Ruhe an unter dem Video in der Videobeschreibung. Bis dahin, rock on!